So, da wäre ich ja schon wieder mit einer neuen Aufnahme von Diablo 4. Ja, bei der ich hoffe, ich komme klar. Ich bin ja nebenbei, wie angemerkt, mit jedem Charakter dabei, das Spiel zu spielen. Und natürlich lässt sich jeder anders spielen mit anderen Fähigkeiten etc. Aber müsste passen. Das Ding ist, ich will einfach spielen. Am besten auch weiter, aber dann wäre es ja nicht mehr blind. Ich könnte es vorgaukeln, dass ich es noch blind spiele, aber ich kenne mich. Ich würde dann irgendwie spoilern oder erzählen, ey, das und das passiert, ich kenne mich. Ich merke es bei Resident Evil. Hoppla, macht mein Laptop sich fast selbstständig hier. Das ist aber nichts gut. Okay, ich habe überlegt, ich werde erstmal nicht Nebenquesten. Also hier so Dungeons. Was heißt Dungeons? Ja doch, es sind Dungeons. Natürlich steht da oben. Dungeons abschließen, sondern mich um das Hauptzeug kümmern. Beziehungsweise vielleicht mache ich jetzt noch das, was ich hier so aufgemacht habe. Oder was ich gerade mache. Bringt Laktan zum letzten bekannten Aufenthaltsort seines Bruders. Und werde mich dann den Kampagnenquests widmen. Das war aber ein ganz schöner Weg, wo alles auseinanderliegt. Das ist ja. Wow. Richtig weit auseinander. Ja, alles andere kann ich hoffentlich danach noch machen, wenn ich mit den Kampagnenquests soweit durch bin. Müsste aber. Wäre ja blöd, wenn es anders wäre. Also. Zuerst mit Laktan seinen Bruder finden. Heißt, ich muss. Nee, ich muss schauen. Entzündet die rituelle Feuerschale. Nee. Da muss ich hin. Oder ich mache jetzt erstmal, wie gesagt. Alles, was ich schon die aufgemacht Nächte habe. Wird so still ohne dich. Kein Schnarchen. So kann ich kein Auge zumachen. Wenn einem das Schnarchen des Mannes fehlt. Ich hätte jetzt fast so einen kitschigen Satz gesagt wie, das ist Liebe. Aber ja. Ist es wohl auch. Die Wölfe. Ja, das war ich. Das war das. R2 waren die Wölfe, ne? Es fängt schon an, dass ich schon nicht mehr weiß. Das ist ja schon super. Großer Malma. Was war das denn? Seltener Zweihand-Streitkolben. Ja. Ein Licht. Das ist furchtbar. Seht ihr irgendwelche Hinweise? Die Todesursache scheint ein Schuss in den Hals zu sein. Zweifellos das Werk der Jäger aus Margrave. Dicke Narben kreuzen die Haut des Untertans in seltsamen Mustern, als seien sie absichtlich so gekennzeichnet worden. Die irritieren mich, die anderen, die da rumlaufen. Das ist richtig blöd. Die Warenkoffer des Händlers wurden aufgebrochen und vollständig geplündert. Einer der Händler, mit denen Perithan unterwegs war. Perithan? Perithan, glaube ich, ne? Der Leiche wurde jegliche Wertsachen geraubt. Ich wollte es nicht glauben. Doch ich habe solche Narben bereits gesehen. Bei widerwärtigen Kerlen, die sich manchmal mit Perithan trafen. Anscheinend gibt er sich wirklich mit ihnen ab. Ich muss ihn finden. Ich muss meinen Bruder zur Rechenschaft ziehen. Hey, Brother, where are you? Oh, where are you? Oder so. Oh ja, großes Gebiet zum Suchen. Westliche Tunnel. Diesmal ist er zu weit gegangen.
hat sich zu weit vom Licht entfernt. Was ist hier denn los? Fledermäuse. Ich bleib dabei. Diablo, jedes Spiel in dieser Art, das so angelehnt ist. Ich selber erkunde die unheimlich gern. Zuletzt jetzt im Stream mit Chris habe ich Minecraft Dungeons angefangen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es ein Minecraft-Spiel gibt, das genauso aufgebaut ist. Aber ja. Gehen wir. Ich bin bereit. Selbst das wird mich wieder so ein bisschen, wenn wir es spielen, ja, mitnehmen. Einfach weil mir diese Spiele gefallen. Ist wie mit den Warriors-Spielen. Dynasty Warriors habe ich noch nie gespielt, dafür aber Hyrule Warriors zu Genüge. Also One Piece Pirate Warriors habe ich auch alle Teile. Und ich habe mir sogar die Fire Emblem Warriors Spiele gekauft, deshalb. Obwohl ich mit Fire Emblem an sich nichts anfangen kann. Aber ich habe beide Warriors Teile. Nur ist das Diablo-Zeug, finde ich, zum Zugucken und auch zum Kommentieren schwierig. Ich weiß nicht, ob ich selber bei irgendwem zugucken könnte, wie er Diablo spielt. Wenn, dann würde ich selber spielen wollen oder es würde mich nicht interessieren. Weil ich es langweilig finde. Ich finde es auch, jetzt wenn ich hier so aufnehme, relativ schwer. Was soll ich da erzählen? Ich habe auch immer Probleme, irgendwelche Thumbnails mir rauszupicken. Also ein Bild, das ich... Mit Thumbnails ist ja gerade schwierig. Mache ich ja eh gerade nicht. Ein Bild zu finden, das vielleicht gut aussieht. Als Thumbnail. Aber mir fällt auch schwer, irgendwelche Titel für die Videos zu finden. Es gibt echt viele Spiele, da ist es wesentlich einfacher als sowas. Dann gehen wir da rein. Ich weiß ja nicht, was hält euch Zuschauer oder was hält dich insbesondere? Ich finde die Anrede dich auf einem Video gar nicht verkehrt. Habe ich zuletzt bei einem alten Gronkh-Video gehört. Ich denke, ja, eigentlich passt dich ja viel mehr besser, also viel besser als euch. Damit nimmt man ja an, dass da gerade eine Gruppe an Leuten zuguckt. Obwohl jeder einzeln vor dem Monitor sitzt. Meines Bruders hinwegsehen. Oder Bildschirm, was auch immer. Gib mir die Kraft, mein eigenes Blut zur Rechenschaft zu ziehen. Was bringt dich dazu, dir solche Spiele anzusehen, wie andere sie spielen? Wie gesagt, ich find's beim Spielen interessant, ich erkunde gern, halt mich gern lang auf, aber ich würde am liebsten nicht reden, weil ich nichts zu erzählen habe hier. Warum machst du es dann? Weil ich das Spiel mag. Man könnte jetzt meinen, ich will auf der Welle mitschwimmen, weil jeder drauf gewartet hat. Nö. Wäre ich so jemand, hätte ich schon ganz andere Sachen gespielt, die mir sicher nicht gefallen hätten. Gibt's da ein Beispiel für? Welches Spiel wurde... Cyberpunk. Wurde damals heiß erwartet. Gut, dementsprechend schlecht war es dann auch. Mit den ganzen Bugs und so. Weiß ich nicht. Ob es immer noch so ist, keine Ahnung. Ich glaube, Death Stranding war auch so ein Ding, was heiß erwartet wurde. Bei mir gefallen die Spiele einfach nicht. Deswegen, ich würde nie auf einer Welle mitschwimmen, ein Spiel mir kaufen oder so. Und dann Let's Playen oder irgendwie was machen, was ich gar nicht spielen will. Ja, der hält aber aus, was ist denn? Noch etwas warten. Ja, ja. Die Marodeure sind ja... hält ja einiges aus. Gravitätischer Aufwiegler. Was zum Teufel?
andere noch? Ja. Ach, der läuft mit mir rum. Der steht mitten im Kampfgeschehen und macht nichts. Nun gut. Es gibt aber auch eben sowas wie Death Stranding, Cyberpunk. Es gibt Let's Player, da gucke ich alles. Wenn ich was gucke. Ich muss sagen, ich halte mich gerade mehr auf Twitch auf. Lass dann nebenbei Streams oder WODs laufen. Aber ja, wenn ich Spiele gucke, die mich eigentlich nicht interessieren, dann gucke ich sie bei Leuten, wo mich deren Stil interessiert, wo ich diese Leute mag und wie sie es rüberbringen. Man hier was erzählen, wenn ihr hier alle rumkämpfen wollt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wenn ich sowas spielen würde, was ich nicht will, eben Cyberpunk oder so, würde es mir auch anmerken. Also ich weiß nicht. Ich hätte so eine ist mir egal Haltung, weil ich das Spiel nicht mag. Wie soll ich sowas rüberbringen, das mir nicht gefällt? Es ist, als müsste ich zu einem Ich hätte jetzt was gesagt, zum Fußballspiel gehen mit Mannschaften, die ich nicht mag. Nee, wie komme ich auf Fußball? Sagen wir zu einem Wrestling-Match mit irgendwem, den ich nicht sehen will oder den ich nicht leiden kann. Da würde ich gar nicht hingehen. Niemals. Da würde ich ja nur rumnörgeln, was mache ich hier? Ich kann den doch nicht ab, das weißt du. Und so weiter. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen Schlüssel suchen. Noch so ein dicker Ulme. Komm her. Ich bin noch nicht da. Warum muss mich der immer platt schlagen? Gibt's ja nicht. Ich nehme mal einen Trank. Jetzt nimm doch das Ding da auf, mein Gott. Dann klopp ich euch halt weg. So. Goodie, goodie, goodie. Aber nun ja. Wer sich das hier so weit schon angesehen hat, angehört hat, wie auch immer, kann mir gern schreiben, was ihn dazu bewegt, sich sowas von einem anderen anzusehen. Weil es ist eigentlich langweilig zum Zugucken. Ich bleib dabei. Man läuft rum, bekämpft einen Haufen Gegner. Die Bosse sind vielleicht interessant, aber ich spiele auf leicht. Was soll daran spannend sein? Gut, man will ja auch erstmal das Spiel kennenlernen vielleicht und bessere Materialien zusammensammeln für einen weiteren Run oder so. Da fange ich nicht gleich auf schwer an. Obwohl ich ja eigentlich sowieso jemand bin, der auf leichte Sachen spielt. Wobei ich gerade sagen muss, dass ich bei Resident Evil in letzter Zeit viel gegrindet habe, so gesehen, um für höhere Schwierigkeitsgrade Waffen zu sammeln. Beim 3er Remake und bei Village, also beim 3er Remake, bin ich jetzt so weit, dass ich oh je, der dauert länger. Komm mal. Wer ist hier will vergiftet und wer macht hier Feuer? Was bist du? Ne? Könntest du vielleicht auch meine Hilfe sein? Nee, natürlich nicht. Warum hältst du so viel aus? Mein armer Wolf. Irgendjemand hat die doch gebufft. Stufe 14, ja, wie ich. Weg. Bei Resident Evil 3, um es auszuführen, kann ich jetzt oder will ich jetzt, ich glaube höllisch war es, die letzte Stufe ausprobieren. Na gut, wenn man den unendlichen Raketenwerfer hat,
kann man es mal ausprobieren. Daraufhin habe ich nämlich gegrindet, so gesehen. Aber die Gegner sind ja auch anders angeordnet, die Items, das ist ja grundauf fast ein neues Spiel. Habe ich auch schon gemerkt am Anfang. Da wirst du von einem Zombie gehittet und du stirbst. So ist das schön. Ich muss noch etwas warten. Wieso wird es immer dunkel, wenn ich... Mann, ihr nervt. Da muss ich sowieso erstmal zu meiner Kiste kommen, zu meiner... Ja. Um meine Waffen rauszuholen, die da drin gespeichert sind, die gelagert sind. Das ist schon blöd genug am Anfang. Und bei Village tatsächlich mache ich es auch. Mache ich mehrere Durchläufe, um die Waffen optimal zu verbessern. Wieso wird es immer dunkel hier? Was soll das denn? Ich bin noch nicht bereit. Dieser Fettsack hier. Ist jetzt gut. Danke. Ich wollte den nicht trinken. Verdammt. Ich hab natürlich noch was vergessen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich... Nee, besser nicht. Den höllischen Versuch bei Resi 3 mal aufzunehmen versuche. Ah, ich weiß nicht. Dass ich aber auch nicht wegspringe, du blöder Idiot. Hier kriegst du meine Wolfskralle ins Gesicht. Menü. Mehr war hier nicht? Okay. Auch gut. Aber ja, das Spiel wäre sicherlich auch, wie ich schon mal gesagt habe, im Mehrspieler auf einem schwierigeren, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad interessant. Aber halt auch nur die Bosse. Und immer mal einem Boss begegnet, dauert schon eine Zeit, ne? Das ist halt... Wo lang? Ja, erstmal hier lang. Oh, da brennt wieder einer. Ich brenne für dich. Feuriger Schlitzer, lass mich raten, das bist du. Ich muss noch etwas warten. Ja, du brauchst 5 Sekunden, damit du dich wieder bewegen kannst. Mein Gott. Warum seid denn ihr so, haltet ihr so viel aus, Mann? Erhöhtes Leben, auch deshalb. Gut. Man sollte vielleicht auch mal hingucken, bevor man sich beschwert. Und dann meckere ich über andere. Ich kann es ja selbst nicht besser. Perithon. Perithon. Verdammt, wo bist du? Er liegt in der Ecke, weil du da hinrennst. Ja, tust du. Oh, ein Boss. Hätte ich jetzt nicht mal gedacht. Fällt der aus? Ich nehme mal meinen Bären. Oh, ich stehe in der Falle. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Geisteskraft. Oh. Der legt da Fallen, ach so. Ich habe nicht genug Geist. Ja. Du meinst wohl Mana. Mana. Bati, biti, bi. Geisteskraft mehr.
anderen zwei hocken da in der Ecke kuscheln und ich darf den hier besiegen. Ist das schön. Ja, ich weiß. Ich kann nur nicht immer hingucken, was du da hast und was nicht. Eine Million Fallen, ich hasse es. Geht doch. Lakthan. Ach, Lakthan, okay. Was hast du getan? Wie konntest du so tief fallen? Margrave verlangt nach Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Sie sagten, es wäre eine saubere Sache. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Niemand sollte verletzt werden. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Das werden die anderen niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück. Kannst du laufen? Lakthan. Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Ein Neuanfang. Danke für eure Hilfe. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Er ist mein Idiot. Ich kann nicht einfach. Kann ich euch vertrauen, niemandem zu verraten, wohin wir gehen? Ich verstehe. Wie ich verstehe? Ich hätte jetzt gesagt, natürlich. Oder klar. Ich gebe euch auch noch Geleit, wenn es sein muss. Nur das würde mir ein bisschen lang dauern. Oh, die verschwinden einfach. Muss ich jetzt zurücklaufen? Verlassen. Gott sei Dank. Gut, eine blaue Quest erledigt. Fast schon wieder ein Video dafür gebraucht. Yay. Jetzt gehe ich mal dahin. Das heißt, ich muss hier rauf. Okay. Auch eingeschlafen beim Spielen, so wie ich immer. Oder öfter. Alle eure Treffer sind kritische Treffer, Latten. Klopft drauf da. Danke. Greift furchterregende Brandstifterin an. Entsetzlich. Das sind die Schwierigkeitsgrade, oder? Da war ich ja gerade froh, dass ich den Schrein aktiviert habe hier. Oder den Altar oder was auch immer das ist. Wahrscheinlich, sonst wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Stufe 15. Wenn ihr einen Stützpunkt erobert, wird das Gebiet vom Bösen geläutert. Erobere Stützpunkte bieten Zugriff auf Wegpunkte, Dungeons, Quests und weitere Belohnungen. Eroberte Stützpunkte. Okay. Stützpunkt entdeckt. Tyldra. Oder so.
Sprecht mit dem Druiden Andret in Dulura. Schiffsburg muss zuerst erobert werden. Oh, was denn noch alles? Ja, da kommt wieder einiges dazu, was ich machen würde. Könnte. Ja, okay. Wo ist der? Da oben. Wie weit ist denn das weg? Das Riesel der Nachricht. Hä? Was? Die Gruppe muss Folgendes erobern. Das ist mir eindeutig zu weit weg. Das tut mir leid. Was ist überhaupt für ein Symbol da? Kann das mal weggehen? Ich bin doch auf der Quest gewesen. Oh, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Das will ich machen. Also. Dahin. Geistersegen. Oh, weg. Mann. Kernfertigkeiten verbrauchen Ressourcen, um mächtige Angriffe zu ermöglichen. Erdrutsch. Eure kritische Trefferchance erhöht sich bei Gegnern in der Nähe um 2%. Maximale Geisteskraft erhöht sich um 3. Ich glaube, ich baue hier rüber aus. Auf die maximale Geisteskraft. Geistersegen. Zum Freischalten schließt. Blub. Druiden Geister des verlorenen Heinz ab. Das ist das, wo ich diesen Ort erobern muss. Oh, was haben wir denn hier alles? Weg, das bleibt da. Weg. Weg, weg. Das nehme ich mit, aber das andere bleibt trotzdem da. Das kann ich noch verbessern. Nehme ich. Weg. Weg. Die sind noch besser. Seltener Streifkolben ist wieder so eine Zweihandwaffe, oder? Ne, gar nicht. Bleibt aber trotzdem da, weil es selten ist. Okay, das kann auch weg dann. Machen wir mal auf. Weg. Obwohl, ne, Regner, das packe ich dann mal in meine Kiste. Okay. Ganz vergessen, in meine Kiste zu gucken. Also in mein Inventar. In mein Inventar. Wieder ein bisschen an Stärke gewonnen. Stadt an, gegen mich kämpft. Fertig? Weg. Weg. Kommst du spät zur Party? Sag mal. Du hast recht. 4 Eisenbrocken. Rituelle Feuerschale, machen wir. Naja, Gegner, klar.